Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Euro Truck Simulator 2 hier auf meinem Kanal. Ja, wir sind jetzt wieder auf Tour oder noch auf Tour. Nach Cordoba sind wir gerade unterwegs mit ein paar Motorrädern. 60 Kilometer haben wir noch. Danach wollen wir noch eine kleine Tour machen, je nachdem. Und danach würde ich erstmal sagen, ist die Aufnahmesession erstmal wieder zu Ende. Dann gucken wir in der nächsten Aufnahmesession, dass ich die relativ bald mache auch, dass wir auf jeden Fall noch ein paar Folgen Puffer haben. Aber ich muss noch ein bisschen was Privates machen. Von daher will ich jetzt erstmal ein paar Folgen aufnehmen, damit die in der Zeit rennen können. Und dann gucken wir mal. Heute stehen auf jeden Fall für mich Aufnahmedatum, keine Ahnung. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, der Aufnahmedatum ist nicht 6. glaube ich. 6. April. Will ich auf jeden Fall noch Autowerkstatt Simulator neue Folgen aufnehmen. Workers and Resources und LS19 Campaign of France. Also steht auf jeden Fall noch einiges auf dem Plan für heute. Livestream steht auch noch einer an, den ich heute machen würde gerne. Ich habe auch schon eine Idee, was ich da machen will, aber ja, ist halt so eine Sache, ne? Kriegen wir aber hin. Irgendwie. Irgendwie kriegen wir es schon hin. Dreißig Kilometer noch. Gucken, ob wir jetzt eine kürzere Tour machen, eine etwas länger und dann zwei Folgen nochmal. Ich weiß noch nicht. Wir werden es gleich sehen, je nachdem, was wir für Touren angezeigt bekommen oder angeboten bekommen in dem Sinne, ne? Von der Spedition, wo wir abliefern. Dann schauen wir mal. Halt je nachdem. Ein bisschen Zeit hätte ich noch. Aber gut, schauen wir mal. Was langsamer werden. Zurzeit fahren wir relativ viel in Spanien. Also kriegen wir zumindest auch mal ein paar Strecken hier frei, die wir fahren, ne? Naja, gut. Ich hätte Bock auf ein Game, was ich mir aber dementsprechend definitiv noch besorgen müsste, ne? Gerade. Ah! Da war die Straßenlaterne mit dabei. Egal, hat keinen großen Schaden gegeben, zum Glück. Zum Glück. Können wir froh sein. Da können wir froh sein. So, einmal hier lang. Okay. Komm, fahr. Gib Gas.
So, da vorne ist die Spedition, Leute. Hier müssen wir abliefern. Wo sollen wir die Fracht abstellen? Da vorne. Versuchen wir jetzt mal in der Innenansicht sogar hier einzupacken. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, wie gut es funktioniert, wie gut ich mich anstelle, aber wir versuchen es mal, ne? Ich habe keine Ahnung. Über einen kleinen Seitenspiegel sehe ich eigentlich kaum was. Das ist natürlich richtig mies, aber über den eingeblendeten sehe ich zumindest ein bisschen was, ne? Das war mies. Ah, so ist besser. Okay. Perfekt. Einmal abliefern. Ah, mit ein bisschen Glück. Was wir dabei hatten, hat es relativ gut geklappt mit dem Einpacken rückwärts so, ne? Aber gut. Ja, wir können nochmal leveln auf. Sagen wir, machen sparsame Fahrweise. Sparsame Fahrweise. Machen wir mal. Geht klar. So, 25.108. Nee, so eine große Tour möchte ich jetzt nicht machen. Cordoba nach Cordoba. Nee, ist auch zu klein. Das ist zu klein. Ölfilter. Olivenöl. Olivenöl nach Ameria. Nach Ameria Olivenöl. Das wäre was. Das würde ich machen wollen. Komm, machen wir die Tour. Olivenöl nach Ameria. Wird, denke ich mal, dann die letzte Tour sein. 338 Kilometer, die wir fahren müssen. Und danach machen wir Feierabend in dieser Aufnahmesession. Da habe ich nochmal eine Folge mehr sogar. Als eigentlich geplant gehabt. Dann sollte es eigentlich gut passen, ne? Dann sollte es gut passen. So. Auf nach Almeria, nach Iolo. Iolo Lines. Okay. Rote Ampel, okay. Komm schon, Weltgrün, danke. Ah, oh, kriegen wir die Ampel auch nicht. Ist ja mies. Das ist ja mies. Aber egal. Kriegen wir trotzdem hin, ne? So, 336 Kilometer. Das ist eine ganz schöne Strecke. 4 Stunden 22 haben wir Fahrzeit. Wir haben die Möglichkeit, einmal Rast zu machen. In 2 Stunden, 2,5 Stunden müssen wir sowieso spätestens Rast gemacht haben.
Von daher bin ich mal gespannt, ne? Ich bin mal gespannt, Leute. Dreihundertdreißig Kilometer, Leute. Ja. Bin mal gespannt, ob in der Zeit jetzt einer unserer Fahrer, Fahrerinnen, dementsprechend eine Tour schafft und Geld einbringt, auch nochmal zusätzlich. Wäre einfach für eine nette Sache. Aber schauen wir mal. So, 263.000 Euro. Fahren wir mal links, weil der ist irgendwie total langsam. Also aufnahmetechnisch habe ich heute echt noch einiges vor. Mal gucken, was ich noch geschafft kriege. Das eine oder andere muss ich definitiv noch schaffen. Also LS19 und Autowerkstatt Simulator 2018 steht auf jeden Fall auf dem Plan. Das muss ich heute noch machen. Das will ich auch noch heute machen, ne? Ei! Mal rüber Auto. Ja, dann fahr doch jetzt. Komm, fahr rüber. Bremst total ab. Und hat noch 2 Meter quasi oder 200 Meter bis zur Dings hier, ne? Alter Vater. Vor allem, wenn man sieht, da ist eine Verengung, dann fährt man noch rechtzeitig rüber. Bin ich jetzt kurz vorher, oder? Ich habe keine Ahnung. Dann rechtzeitig rüberfahren. Zumindest, wenn zumindest linke Spur frei ist und ihr seht, da ist eine Verengung. Die rechte Spur halt. Je nachdem halt. Je nachdem halt. Rechts. Ja, wir werden langsam echt müde. Ich weiß. Stunde noch knapp bis zur nächsten Pause. Wir haben noch knapp 250, ja, 240 Kilometer vor uns. Aktuell.
Kriegen wir hin oder kriegen wir nicht hin? Ich weiß nicht. Wir müssten mit der nächsten Ruhepause wird auf jeden Fall knapp. Glaube ich. Das wird, glaube ich, richtig knapp. So, einmal links rüber. Wir müssen langsam echt Pause machen, ne? Ich weiß jetzt nicht, wo er da. Okay, nach der. Ja, okay, da kommt in den Tankstelle zumindest. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann machen wir da auch den Folgencut, würde ich sagen. Gucken wir auf jeden Fall noch, dass wir jetzt noch schnellstens zur Tankstelle kommen. Wir machen da dann dementsprechend den vollen Cut und dann passt das, ne? So, einmal hier rum. Sie werden müde, ja, das weiß ich doch. Mir nichts Neues. So, wo kommt die nächste Tankstelle? Die müsste jetzt gleich kommen, oder? Wie kommt sie? Okay. Fahren wir hier raus. Ja, geh mir mal einen vor, ne? Sollen wir direkt tanken? Die tanken brauchen wir, glaube ich, nicht, ne? Ah, hier ist sogar eine Waschstraße. Eine kleine. Cool. Okay, Leute. Dann danke euch fürs Zuschauen. Wie viel Zeit haben wir noch? 0 Minuten, dann machen wir eben die Ruhepause. Hallo? Du kommst eine Weile zurück, perfekt. Dann machen wir jetzt. Jeder konnte keinen Auftrag finden. Och, nö. Doch nicht sowas. Hallo? Ihr müsst Geld reinbringen. 64 Euro kosten, super. Na gut, egal. Irena konnte auch keinen Auftrag finden. Also. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Dann werden wir den Auftrag noch zu Ende fahren in der nächsten Folge. Ich freue mich auf jeden Fall. Wenn ihr wieder mit am Start seid und sag einmal danke fürs Zuschauen. Bis dahin erstmal Servus und Tschüss.